So, Friends, heute mache ich mal wieder ein kleines kurzes Video, weil ich gesehen habe, dass es bei Rust mal wieder ein paar neue mega geile Skins gibt. Ja, es ist alles irgendwie so in die Richtung Werkstatt, Garage angesiedelt. Ein paar von den Teilen sind echt mega cool. Zum Beispiel, das ist definitiv langweilig. Das braucht kein Mensch. Nö. Die Hose ist genauso langweilig, die Pants braucht auch keiner, dafür würde ich auch keine 90 Cent ausgeben. Die Mechanic Door, die finde ich ganz gut eigentlich, das ist eine Sheet Metal Door, aber ich glaube, ich habe schon genug Sheet Metal Türen. So, dann hätten wir hier einmal das Garagentor mit so einem Auto drauf. Ach ja, es kam ja. Ah, jetzt, ich vergaß. Es kam ja jetzt der Patch raus, in dem Autos eingepflegt worden sind. So, dann hätten wir hier nochmal eine Toolbox. Ich sag mal 1,35. Ja, kann man auch ausgeben. Die Preise sind auch wieder ein bisschen günstiger geworden, weil normalerweise lagen sie bei 1,40, aber scheinbar haben sie gemerkt, vorher, ganz am Anfang, 1,30. Dann haben sie auf 1,40 erhöht und jetzt kosten sie wieder 1,35. Scheinbar haben sie zu wenig Umsatz gemacht. Overdrive LA sieht auch für meinen Geschmack mega cool aus, gerade hier unten so mit dem Feuer und so. Aber eine LA kriege ich eh selten, da ich Solo-Player bin, also hat sich das eh erledigt. So, dann hätten wir hier noch so eine Wedding Machine, die ist eigentlich auch ganz gut. Was kostet sie? 1,35. Die kann man auch auf jeden Fall für den Preis mitnehmen. Werde ich auch tun. Dann hätten wir hier noch ein Helmet. Beziehungsweise ein Coffee Can Helmet. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Jetzt sagt er mir hier ein Update an. Okay. Genau wie hier Coffee Can Team Pants und die West nochmal. Die Road Sign. Jacket, Team West, whatever. Nee, ist auch nicht geil. Was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, sind die kleinen Boxen hier. Die kleine Box sieht mega geil aus. Ich habe keine Ahnung, warum die da so ist, aber die ist halt, die leuchtet im Dunkeln. Das finde ich schon mal ganz cool. Ja, keine Ahnung. Mit so einem Wolf drauf, mit dem Bein, mit so einem komischen Kampfbär, whatever. Aber die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Also die Kohle kriegt man eigentlich immer wieder raus. Kleine Boxen gehen immer, die sind recht selten. Da würde ich mir jetzt nicht die mega Gedanken machen. So, dann hätten wir hier nochmal ein Test-Dummy Chestplate, ist auch langweilig. Und nochmal eine Metal Face Mask als Test-Dummy. Nö, finde ich jetzt auch nicht cool so. Also ich würde auf jeden Fall mitnehmen. Das hier. Nicht, vielleicht die Boxen noch und die Wedding Machine, die ist auch geil. Und die Tür kann man sich ja auch überlegen, wenn man keine hat. Die sieht eigentlich auch ganz nice aus. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir einen Kommentar da. Bis dann, ciao.